dann. Pass gut auf dich auf. Dann wirst du mich nicht allzu oft besuchen müssen. Okay, also entweder ich erreiche das Haus. Oder... wir benutzen die Fat Man. Ich fand's übrigens lustig, anscheinend. Die Waffe ist mir ein bisschen entgangen. Anscheinend gibt es den Big Boy, der zwei Mini-Atombomben gleichzeitig abwirft. Was ich ein bisschen absurd finde, weil es eigentlich nur einen einzigen Gegner gibt, der eine zweite Mini-Atombombe braucht, und das sind die Todeskrallen. Und sogar da würde ich keine zweite Mini-Atombombe draufwerfen, sondern das letzte Drittel des Lebens irgendwie anders entfernen. Ich habe erwartet, dass der Truck explodieren kann. Das war jetzt natürlich eine kleine Enttäuschung. Ah, das ist ein Synth. Legendärer Gunner. So legendär war der jetzt aber nicht. Also, es gibt die Waffe Nudelholz. Alles klar, Leute? Nudelholz. Das heißt, ihr könnt Spaghetti aus den Gegnern machen. Oh. Wir sind hier, um Menschen abzuholen. Gut, gehen wir rein. Gut, Gregor. Wieso ist mir eigentlich dieses Haus nicht aufgefallen? Ich meine, ich bin an Gregor vorbeigekommen. An dieses Haus erinnere ich mich aber wenige. Ah, doch, ich erinnere mich. Es war aber leer damals. Oh, Gott sei Dank bist du hier. Ich hatte schon Sorge, dass uns die Sache hier über den Kopf wächst. Es wäre nicht so schlecht gelaufen, wenn du die Sache anders gehandhabt hättest. Ich habe nie behauptet, besonders gut für Außeneinsätze geeignet zu sein. Und das habe ich auch ausdrücklich erwähnt, als ich diesen Auftrag erhalten habe. Söldner, glaubst du das? Es gab keinerlei Informationen, die darauf hingedeutet haben, dass er paranoid sein könnte. Ich weiß, dass er möglicherweise für Phase 3 wichtig sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, uns in Gefahr zu bringen. Das ist es halt. Wenn er für das Institut wirklich wichtig ist, dann lohnt es sich. Ich schätze, du hast recht. Ich weiß, dass sie ihn schon seit Jahren beobachten. Keine Ahnung, wie sie ursprünglich auf ihn gekommen sind. Das will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Aber nachdem sie gemerkt haben, wie schlau er ist und was für eine Hilfe er bei Phase 3 sein könnte, haben sie ihn sehr genau überwacht. Ich glaube, sie haben ihm sogar von Zeit zu Zeit wissenschaftliches Material zukommen lassen, um zu sehen, wie gut er ist. Du weißt schon, um ihn zu testen, zu sehen, für das Institut geeignet ist. Holen wir Wallace einfach und verschwinden hier. Ja. Was soll das heißen, holen wir Wallace? Hast du ihn nicht schon? Ich weiß. Es, es gibt da nur ein kleines Problem. Er will nicht mit uns kommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht könntest du ja mal mit ihm reden. Ja, ich werde meine Fatman in seinen Arsch halten, dann wird er schon mitkommen. Dabei zu nichts zu gebrauchen. Ich finde, das ist etwas unfair. Wie ruhig er das sagt. Das ist so, du bist ein dreckiges Stück Scheiße und komplett sinnlos. Ich hoffe, du fährst zur Hölle. Ich habe, glaube ich, nicht hier hoch müssen. So, du bist so irrelevant, dass ich dich hier gerne in der Toilette runterspülen möchte, wie den Rest, der irrelevant ist. Und er steht nur so da. Das finde ich etwas unfair. Du hast meine Gefühle zutiefst verletzt. Bitte nimm diese Aussage zurück, sonst habe ich tief verletzte Gefühle. Du freust dich bestimmt, zum neuen Direktor Wallace, zu sein. Ich bin hier, um mit dir zu reden. Du bist auch einer von denen, oder? Ein Roboter?
Lächerlich. Natürlich bin ich kein Roboter. Das ist genau das, was ein Roboter sagen würde. Ich habe all die Geschichten gehört. Ich weiß genau, was Leuten passiert, wenn das Institut auftaucht. Aber mir wird das nicht passieren. Hey, beruhig dich einfach, okay? Ich will nur mit dir reden. Würde ich reden wollen, wäre ich nicht hier drin. Und jetzt verschwinde. Was kann ich sagen, um dich davon zu überzeugen, dass wir dir nichts tun werden? Dass ihr verschwindet und nie wiederkommt. Genau. Wir sind hier, um dir deine Nieren und deine Erinnerungen zu klauen. Deshalb verschwende ich jetzt auch meine Zeit und rede durch eine Tür mit dir. Das ist nicht lustig. Das alles hier ist nicht lustig. Ich find's schon recht lustig. Halt die Klappe und hör mir zu. Wir wollen dir nichts tun, aber wenn du Schwierigkeiten machst, wirst du das bereuen. Ich wusste es. Du bist hier, um mich zu töten. Dann hätte ich es bereits getan. Keine Zeit mehr. Institut, hier ist Dr. Thompson. Es tut mir leid. Ich brauche einen Synth an meine Koordinaten mit Offset 5.3. Wir müssen die Zielperson überwältigen. Ich bin dir für deine Hilfe mit der Situation da draußen dankbar, aber wir müssen diesen Mann zum Institut bringen. Ich schätze, Vater wird einen Bericht von dir wollen. Kann ich ihn nicht plündern? Mal gucken, was passiert, wenn ich ihn anschieße. Nein, sowas machen wir nicht. Oder vielleicht doch. Ach, stimmt, ich muss erstmal rausgehen. Aber man hat mir versprochen, dass ich von überall da reinkommen kann. Du kannst jederzeit ins Institut rein und raus teleportieren. Tja, es ist nicht jederzeit, wenn ich dafür erstmal ein Gebäude verlassen muss. Schweine, haben mich angelogen. Ich muss Bethesda schreiben, dass die mich angelogen haben. Vor allem, weil andere Leute das ja auch gemacht haben. Aus Gebäuden raus hierher teleportieren, also Synths und sowas. Ah, da bist du ja. Ich kann nicht ausdrücken, wie erfreut ich bin. Unser neuer Gast macht sich mit seiner Umgebung vertraut und hat schon mehrere Ineffizienzen in unseren Methoden entdeckt. Mit deiner Hilfe wird Phase 3 bald bereit sein. Ich danke dir. Vielleicht liegt es daran, dass ich die einzige Person bin, die wirklich arbeitet. Komm schon. Bau und Vorbereitung des Reaktors haben zahllose Stunden gedauert. Gut, du hast ein paar gefährliche Missionen überstanden. Diesen Preis zahlt man als Anführer. Du musst noch eine Aufgabe übernehmen. Und ich glaube, sie wird dir gefallen. Wir sollten dem Commonwealth mitteilen, dass wir da sind und es auffordern, uns nicht in die Quere zu kommen. Das solltest du übernehmen. Das klingt doch gut. Sehr geehrte Einwohner des Commonwealths, wir werden euch jetzt alle übernehmen. Bitte behindert uns nicht daran. Vielen Dank. Vielleicht werdet ihr dabei sterben, aber ihr solltet uns nicht in die Quere kommen. Das soll doch wohl ein Witz sein. Absolut nicht. Du wirst der neue Direktor des Instituts. Du bist die einzige logische Wahl für so eine wichtige Aufgabe. Wir haben einige Sätze vorbereitet. Wenn du fertig bist, übertragen wir sie an das gesamte Commonwealth. Benutze das Mikrofon und halte dich an dieses Skript. Ganz einfach. Du schaffst das schon. Zeichne die Rede auf. So, Hilfsmittel, diverses Skript vom Vater. Diesmal habe ich das richtig gelesen. Hier, Skript für die Durchsage. Bewohner des Commonwealths, seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut noch gibt, dass wir unter euch sind. Es stimmt, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind die Zukunft. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor, um auch
dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert, um der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in wichtige Details eurer täglichen Aufgaben. Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das drastische Maßnahmen. Seid beruhigt, denn die Zukunft ist sicher und die Menschheit wird unter uns aufblühen. Tja. Seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut noch gibt, dass wir unter euch sind. Es stimmt. Oh, ich dachte, ich muss das Gespräch. Wir sind hier und wir sind in der Macht, um zu helfen. Die Zukunft. Da, um zu helfen. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor, um auch dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert, um der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer... Ja, meine täglichen Aufgaben. Also, ich bin heute das erste Mal einfach nur sozial, weil ich die Story durchhaben möchte auf diese eine Art und Weise. Ansonsten hätte ich jetzt jämmerliche Existenz ausgewählt. Täglichen Aufgaben. Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das... Unnötige drastische Maßnahmen. Unnötige Schwierigkeiten klingen gut. Unnötige Schwierigkeiten für uns alle. Seid beruhigt, denn die Zukunft... Sieht rosig aus, nee, sicher Untergrund. Sieht strahlend aus. Und die Menschheit wird unter uns... aufblühen. Ich hätte sicher sagen sollen. Ja, das war interessant. So hatten wir es uns nicht gedacht. Aber die Aussage dürfte bestimmt rüberkommen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass jeder es hört. Hättest du Lust auf einen kleinen Ausflug nach Diamond City? Es muss doch jemand anderen geben, den du da hinschicken kannst. Wir haben keine anderen zuverlässigen Mitarbeiter über der Erde. Und die Leute kennen dich schon. Den Radiosender in Diamond City hören viele im Commonwealth. Wenn die Leute hören sollen, was wir zu sagen haben, können wir sie so am besten erreichen. Bevor wir die Sendung übernehmen, müssen wir für eine maximale Übertragungsreichweite sorgen. Mir wurde versichert, dass die nötigen Teile vor Ort sind. Du musst sie nur installieren, um die Sendestärke zu erhöhen. Melde dich, wenn du fertig bist. Bis dahin müssten wir bereit sein. Okay. Also auf nach Diamond City. Ja gut, okay, aber trotzdem, ab dem Moment, wo ich halt in den Reaktor eindringe, bin ich halt gegen die Bruderschaft. Das heißt, ab da geht es halt Richtung Ende zu. Tja. Aber eine Wendung sollte jetzt noch kommen. Ja? Irgendeine kleine Wendung. Sonst wäre das Ganze ein bisschen traurig. Sicher einkaufen. Im Surplus sind Zünds nicht mehr. Homeplate. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Muss ich da? Nein, ich muss irgendwo anders hin, ne? So irgendwie drum rumlaufen oder sowas. Ja. Nein, nein. Ah, da geht's noch weiter. Ah, hier hinten. Okay. Der Briefkasten ist leer. Hi. Hallo? Travis. Mach meinen Kram nicht kaputt, wenn's dir nichts ausmacht. Was für ein Pisser.
So, wo kalibriere ich das jetzt neu? Hier. Kein Wunder, dass das Ding nicht mit voller Kraft sendet. Hey, ich meine, hi. Mal wieder. Hi. Hi. Ich muss unbedingt diese Teile finden. Das Ding mit den Drehschaltern ist das Ding mit den Röhren installieren. Machen wir das okay, hier? Versuchen wir das. Kommt das vielleicht hier hin? Ich mach. Okay. Rein damit. Ich mach nicht. Ah, okay. Ich mach normalerweise nicht. Oh Gott. Deshalb. Tja, und jetzt? Ich soll wieder mit Vater sprechen. Tja. Toll. Das war, Wie sagt Travis so schön, Ja, das ist. Ne? Also, ich weiß nicht, ich dachte, ich krieg gleich noch das Band mit und dann soll ich gleich Travis sagen: Bäm, das spielst du jetzt ab. Dr. Hicks war unzufrieden, ja. Aber ich hätte nie gedacht, dass er so. Wieso ist der Vater plötzlich hier? Wieso nicht in seinem Zimmer, so wie es eigentlich sein sollte? Und immer ist. Institutsreaktor. Also, das heißt, ich habe jetzt im Prinzip der gesamten Menschheit gesagt, dass sie sich ins Knie ficken sollen. Und das aber auf eine ziemlich freundliche Art und Weise. Ich finde nur lustig, dass die wirklich gesagt haben, ja, wenn ihr euch bei uns einmischt, dann gibt es drastische Maßnahmen. Drastische Maßnahmen. Einen effizienteren Reaktor, um diesen alten Schrott im Keller zu ersetzen. All diese Technologie, aber Erkältungen können wir immer noch nicht heilen. Ich bin verletzt, Doc. Mal sehen, was mit dir los ist. Ist nicht allzu schlimm. Also halt bitte still. Echt? Der macht das kostenlos? Cool. Was unser nächster Direktor braucht. Okay, das wär's dann. Geh ins Materiallager, wenn du medizinische Vorräte brauchst. Oh. Der Typ ist oben. Ich bin irgendwie automatisch runtergegangen, weil ich dachte, der ist halt unten. Wie war der Ausflug in die Großstadt? Alles erledigt? Hast du den Sender modifiziert? Alles geschafft. Er ist bereit, wenn wir es sind. Gut. Wenn der Reaktor in Betrieb ist, schalten wir uns in die Übertragung ein. Ich überlasse dir die Ehre. Auf diesen Moment, meine Freunde, haben wir alle hingearbeitet. Nach all euren Mühen ist die Zeit gekommen, den Reaktor endlich zu starten. Nie wieder müssen wir Kompromisse eingehen, um zu über... Muss ich beim Betreten des Reaktors Reaktorstartsequenz einleiten. Überleben. Nie wieder müssen wir uns um Ressourcen Sorgen machen. Meine Mutter und ich sind unglaublich stolz auf das, was wir geleistet haben. Und wir freuen uns darauf, in Zukunft noch Größeres zu leisten. Jetzt ist das Institut wirklich die Hoffnung der Menschheit. Danke. Danke euch allen. Kann ich das nicht anpissen oder sowas, dass es explodiert? Schon. Es ist kaum zu glauben. Nach all den Jahren harter Arbeit sind wir da.
machst. Der Job ist erledigt. Das zählt. Vergiss aber nicht, dass dir der Dank dafür gebührt. Es gibt noch mehr Arbeit, bevor die Zukunft des Instituts gesichert ist. Das Direktorat hat eine Besprechung zum weiteren Vorgehen einberufen. Du solltest als neuer Direktor daran teilnehmen. Okay. Dann gucken wir mal. Also ich möchte immer noch das halbe Ödland in die Luft jagen. Oh. Jo, da. Er hat vielleicht Nerven. Schumpf. Schumpf. Wann seid ihr hergekommen? Pass gut auf dich auf. Dann wirst du mich nicht allzu oft besuchen müssen. Ich wenn weiß, ich ein Tag mal leben. Ich bin unzufrieden mit der gesamten Situation momentan. Ich hätte nichts dagegen gehabt. Ich erwarte immer noch die Wendung. Momentan ist es halt so. Bring das dorthin, bereite was vor, nimm jetzt an dieser Sitzung teil. Nein, ja, wir haben jetzt einen Atomreaktor. Wie wir haben. Etwas essen ohne die Biowissenschaft? Im Prinzip mehr oder weniger unendliche Energie. Manchmal ist Quentin richtig gemein zu mir. Aber meine Mama sagt, ich muss trotzdem nett sein. Guck mal, wie klein die ist. Ne, noch ein Stockwerk höher. Das hier war ja die Suite vom Vater und wir müssen aber am Meeting teilnehmen, wo das nochmal ein Stockwerk höher ist. X688 schien beeindruckt von deiner Arbeit in Libertalia. Wir freuen uns auf die Arbeit mit dir. Ach ja. Gut gemacht. Da ist ein Hologramm. Aufzeichnung des Direktors Nummer 52. Hallo? Sollen wir zur Sache kommen? Welche Art von Arbeit? Ich freue mich, hier zu sein, Fillmore. Hoffentlich werde ich der Position gerecht. Das wirst du bestimmt. Heute sind wir hier, weil es Zeit wird, sich endlich zu erheben und für uns selbst einzutreten. Nicht so dramatisch, Justin. Daran ist nichts dramatisch. Wir sind in der Position, etwas zu bewegen und zu behaupten. Darüber haben wir immer wieder geredet. Wer es noch nicht mitbekommen hat, offensichtlich gibt es im Commonwealth Gruppen, denen die Ziele des Instituts nicht gefallen. Da der Reaktor in Betrieb ist, können wir nicht nur die Synth-Produktion erhöhen, sondern auch wesentlich mehr Macht ausüben. Ihr Reaktor wird das Leben aller verbessern. Das ist eine große Leistung. Ja, aber es ist nicht nur das. Das Direktorat hat beschlossen, dass Schritte nötig sind, um unsere Sicherheit auf lange Frist zu garantieren. Sprechen wir es doch einfach aus. Das Direktorat hat beschlossen, dass die Railroad und die Stählerne Bruderschaft vernichtet werden müssen. Als zukünftigen Direktor wollten wir dir unsere Entscheidung mitteilen und deine Gedanken dazu hören. Also, was meinst du dazu? Gewalt einschränken, eingreifen. Ich finde, das Institut sollte es jetzt nicht noch schlimmer machen. Wir müssen Konflikte vermeiden und sie nicht beginnen. Liebend gern würde ich das Luftschiff am Horizont verschwinden sehen, aber das passiert nicht. Der Konflikt ist schon da. Wenn wir ihn jetzt nicht beenden, wird es noch schlimmer. Wir haben keine Wahl. Wenn wir als Sieger hervorgehen wollen, müssen wir schnell handeln. Als Direktor entscheidest du, wohin wir unsere Anstrengungen lenken. Wir würden gern wissen, welche Richtung wir einschlagen sollen. Erhöhen wir die Synth-Produktion oder konzentrieren wir uns auf die Waffenentwicklung? Überrascht mich. Wie würde das Ergebnis aussehen? Ich will die Entscheidung nicht leichtfertig treffen. Wenn wir die Synth-Produktion erhöhen, können wir mehr von ihnen zu unserer Unterstützung im Commonwealth einsetzen. Durch Waffenentwicklung würden unsere bisherigen Waffen verbessert und die Synths wären im Einsatz effektiver. Welche Richtung würdest du denn bevorzugen? Das mit der Waffenentwicklung. Ich habe genug erlebt, um zu wissen, dass man mit Waffen Kriege gewinnt. Konzentrieren wir uns auf ihre Entwicklung. Wie du willst. Die Abteilung Fortschrittliche Systeme legt sofort los. Das wäre erstmal alles.
Ich glaube, Vater möchte sich mit dir nach der Besprechung noch unterhalten. Eile führt bestenfalls zur Schlamperei, schlimmstenfalls zum Tod. Wir machen große Fortschritte. Ich lasse die Power-Rüstung erstmal. Oh, warte ganz kurz, ich muss recht weit, verhältnismäßig. Ziehe ich die doch lieber an. Ich wollte sie eigentlich hier lassen und dann halt später abholen. Aber naja. Also. I'm blue, aber die. Also ich meine, man kann ja einfach so runterspringen, wieso auch nicht? Ich find's so lustig, dass wenn man so hoch springt, dass es recht leise ist. Aber sobald man halt irgendwie 3 Meter runterfällt, ist es halt gleich so, als würde ich die Apokalypse auslösen. Ah, da bist du ja. Du hast dich mit dem Direktorat getroffen. Ich schätze, die Absichten sind klar. Es war schwierig für sie, sich für den gewaltsamen Weg zu entscheiden. Und du? Stimmst du ihrer Entscheidung zu? Das ist ein Fehler, das ist das Richtige. Wann haben sie sich entschieden? Wie lang lief das schon? Wann haben sie sich zu diesem Vorgehen entschlossen? Das Luftschiff der Bruderschaft war der letzte Strohhalm. Es steht zu viel auf dem Spiel. Du kannst es dir nicht leisten, das alles zu verlieren. Es ist kein Geheimnis, dass du mit der Railroad zusammengearbeitet hast, um zum Institut zu gelangen. Es wurde oft hinterfragt, wie stark du dort wohl involviert warst. Du kannst dir sicherlich denken, von wem. Die Frage ist, wie ist jetzt dein Verhältnis zu ihnen? Zählst du sie zu deinen Verbündeten? Die Railroad, nein. Sie bedeuten mir nichts. Haben sie nie. Ich bin erleichtert, das zu hören. Dann kann ich hoffentlich bei dem, was getan werden muss, auf dich zählen. Weil diese Fanatiker nicht mehr weiter existieren dürfen. Sie sind eine äußerst reale Gefahr für das Institut. Es sind nur wenige. Aber aufgrund ihrer seltsamen Ideologie werden sie niemals aufhören, uns anzugreifen. Sie müssen ausgelöscht werden. Kannst du das erkennen? Ja, doch. Weg damit. Du musst dir um sie keine Sorgen mehr machen. Sie sind so gut wie tot. Danke. Tu, was getan werden muss. Aber pass auf dich auf. Fatman. Die Töte des Dämona. Die Markierung müsste hier irgendwo sein. Ah. Ja, genau. Old North Church. Hab nur verwechselt, wo deren Lager sich befindet. Nicht verwechselt, aber ich hab's gesehen, wie es für, also ich hab's positionstechnisch verschoben. Ich finde es schade, dass man nicht so viel als Doppelagent unterwegs sein kann, wie ich es eigentlich gehofft habe. Alte Power ist unter den Nagel gerissen und sie wieder voll funktionstüchtig gemacht. Ja, ist mir aufgefallen. Aber bis jetzt nur 2 oder 3. Also, Raider, die eine Power-Rüstung tragen. Ich habe 25 Raketen. Dann habe ich so viele. Ah, stimmt. Ich habe ja hier und da mal in einem Päckchen was gekriegt. Praktischerweise. Ich hatte übrigens. Ich dachte, nach Mass Fusion wird bereits schon das Ende eingeläutet. Und dass da nicht mehr allzu viel kommt.
Aber Leben war ja nicht so, dementsprechend hätte ich von der ganzen Bruderschaft da noch Munition sammeln sollen. So. Ich bräuchte einen Raketenwerfer, der so vier Raketen hintereinander abfeuern kann, ohne nachzuladen. Okay, das Interessante ist, dass ich nur Desdemona töten muss. Ist nicht ein bisschen seltsam? Hier. Habe ich eigentlich noch Granaten? S wie Splittergranaten, 3. M wie Molotow-Cocktail. Dann nehme ich das lieber. Ladies and Gentlemen, hallo. Könnten auch ruhig bei diesen kurzen Sachen Quick-Tipps einblenden. Unglaublich, dass Des dich einfach gehen lässt. Desdemona. Wir haben einige sehr beunruhigende Dinge über dich gehört, dass du im Institut warst. Dass du sogar mit diesen Monstern zusammenarbeitest. Du hast Glück, dass wir dich nicht sofort erschießen. Wildere. Aber ich möchte euch helfen. Das reicht nicht. Und es kommt zu spät. Wir können dir nicht mehr vertrauen. Verschwinde von hier, verdammt nochmal. Und komm nicht wieder. Na gut. Dann komme ich nicht wieder. Hättest weglassen sollen. Das könnte einen Moment dauern, würde jetzt eine normale Person sagen. Ihr seid Schwächlinge. Sam, hast du gehört? Das ging an dich. Zu dir kommt eine geile Rothaarige. Ich hoffe es zumindest. Wow, das war die zäheste von den allen. Railroad Mantel MK1. Naja. Sammeln wir mal ein bisschen Munition. Tüftler, Toms Terminal. Vielleicht kann ich irgendwas finden. Aktive Hypothesen, widerlegte Theorien. Einsatzprotokolle. Fuck it. Was ist denn das? Ein Wecker. So, gucken wir mal. Sieht aber so aus, als ob ich alles nachgeladen habe. Irgendwie ist das Ganze, was die besitzen, ziemlich begrenzt. Ah ja, stimmt, sollte hier nicht ein Wackelhead sein. Hier ist ein Sünd. Verarbeite unbekannte menschliche Person. Ihr Eintreffen war nicht vorgesehen. Sag doch mal was Vernünftiges. Verbale Antwort konnte nicht verarbeitet werden. Vorbereitende Anpassungen an statistische Modelle abgeschlossen. Beginne mit der Vorstellung. Ich war, bin und werde wahrscheinlich sein. Pam, prädiktive Analysemaschine.
bist doch nur eine kaputte Maschine. Alle Systeme sind voll funktionsfähig. Ich liefere Näherungen erster Ordnung des Verhaltens aller Einwohner der als Commonwealth bezeichneten Region. Formuliere neu. Ich sage die Zukunft voraus. Aber mein Kommen hast du nicht vorhergesagt. Das ist korrekt. Vorsicht. Biologische Lebensformen verhalten sich unregelmäßig, unberechenbar. Alle Ausgaben weisen eine extrem hohe Fehlerquote auf. Okay, Leute, ich kann auch die Zukunft vorhersagen. Entweder wird die Welt durch Atombomben untergehen, oder nicht. Oder durch etwas anderes. Fehlerhafte Vorhersagen bringen mir nichts. Einverstanden. Es ist umsichtig, meine Vorhersagen nicht zu beachten. Operation abgeschlossen. Sie sind eine abtrünnige Variable. Keine aktuellen oder vorherigen Modelle sagen ihre Anwesenheit oder Existenz voraus. Frage: Was ist Ihr Ursprungsort? Ich komme aus Vault 111, falls du das meinst. Greife auf Daten zu. Vault 111. Cryo-Vault. Angeblich zerstört. Konversation bis zum Aufbau einer neuen Wahrscheinlichkeitsmatrix beendet. Umformulierung. Auf Wiedersehen. Toll. Ziemlich nutzlos. Beim zentralen Rechenterminal. Ach, lassen wir das. So, und was haben wir hier rechts? Wir müssen doch wohl eine Waffenkammer haben, oder? Weil das scheint irgendwie nicht der Fall zu sein. Bei denen ist alles so recht erbärmlich. Ah, hier ist sowas wie eine Kammer, glaube ich. Railroad Hauptquartier Fluchttunnel. Okay. Gucken wir mal, wo man hier rauskommt. Dieser Tunnel ist ziemlich furchtbar zum Weglaufen. Ziemlich furchtbar. Ah. Und ich habe die Waffenkammer gefunden. Okay. Oh. Was finden wir hier noch? Klammern, Buchstaben, andere Klammern. Ah, hier ist was. Oh. Hier ist was. Oh. Da habe ich die Dinger habe ich jetzt aber erwartet, dass da was ist. Okay. Dann hier? Nee. Das hier hätte aber eigentlich was sein können. Warte ganz kurz. Ich habe nur noch einen Eintrag. Das wär's. Ich sollte in Zukunft darauf achten. So. Nichts, nichts. Waffen. Ah. Guck mal, ein Fusionskern. Das war's? Mehr nicht? Hm. Irgendwie traurig. Terminal. Irgendwo. Lustig, ich öffne es und dann heißt es irgendwo ein Terminal. Ja, brauchst du nicht. Du kannst schon raus. Hm.
Ladebildschirme und nicht spielen machen Anton verrückt. Manchmal ist aber wirklich zu viel oder dauert zu lang. Was? Es sind Feinde in der Nähe. Wo? Immer diese Raider, die überall rumgammeln. Ein Magazin für einen Raider, das ist im Verhältnis recht moderat. Ja, habe ich. Zwei sind da noch. Guck mal, wie gut er sich versteckt hat hinter dem Zaun. Ah! Wo ist der letzte? Oh. Wo habe ich plötzlich so viele Fusionskerne her? Ich habe gestartet, aber hatte ich 12. Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Hier bin ich doch. So, jetzt kann ich aber. Oh Mann. Nee, ich hätte heute irgendwas anderes spielen sollen. Bin. Also ich hab. Ich möchte schon das Spiel beenden und ich bin jetzt echt erpig darauf, aber. Irgendwie. Würde ich jetzt gerne etwas spielen, was ein bisschen mehr Action beinhaltet.